Kein Platz auf der Platte, oder was? Doch, aber da muss ich alles rausschneiden. Alles rausschneiden. Mein Gott. Ja. Und dann fange ich jetzt an. Ein herzerfrischendes Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Overwatch. Like da lassen. Wenn ihr in der letzten Folge noch kein Like da gelassen habt, dann geht auch nochmal zurück und like da auch nochmal. Und tatsächlich auch habe ich letztens mal meine Playlists aufgeräumt und gesehen, ihr habt auch noch die erste Overwatch-Folge bei mir nicht geliked. Deswegen auch einfach da nochmal reingehen und liken. Die erste? Hey, keine Ahnung, irgendeine von den ersten. Was geht denn hier ab? Ich habe Playlisten aufgeräumt und dann habe ich gesehen, ich habe eine Playlist, die heißt Overwatch Beta oder so. Das war witzig. Ach, ich Play of the Game mit Bastion, wo ich einfach nur reinhalt. Alles wie sonst. Alles wie sonst auch. Aber ich hatte halt auch noch ein Schild. Ach ja. Boah, das Interface früher konntest du dir ja endlich geben. Die Level-Anzeigen, also dieses. Die Rahmen, die gab's ja auch noch nicht. Nee, auch das Interface, dieses blaue, wo alles blau war. Die Anzeigen von den Helden sahen auch noch ganz anders aus. Die waren viel crappiger. Auf jeden Fall. Sehr guter Schuss, Nefi. Den Reifen instant getroffen. Oh, Dumpf ist es richtig low. Ja. Nice. Kann sich niemand verstecken. So, jetzt Ruhe im Puff. Roadhog Hook ist raus. Ah, Dumpf ist es low. Ah, der Lucio ist low, aber. Oh, wie ist das low? Die hat einen Headshot jetzt. Er hat geultied. Orisa ist jetzt auch eingefroren. Sehe nix. Nee, doch nicht. Oh lol! Router kommt von hinten. Jetzt ist sie eingefroren. Hallo. Elden Veil, wo bleibst du? So, jetzt wird hier nochmal ein bisschen eingefroren. Meteor Strike? Ah, jetzt bin ich tot. Nicht gut. Die sind schon so lange da drin. Wann haben wir den Punkt eingenommen? Schon die ganze Zeit. Ja, echt. Oh, die sind zu 6 auf dem Punkt. Und was macht Brigitte hier? Um Gottes Willen. Oh, wow. Jetzt werden erstmal alle verrecken hier vorne. Ich zum Beispiel. Ah, der Doofist, ey. Doofist geht richtig ab. Dann muss ich mal McCree gehen. McCreedly Diddly. McCreedly Griddly? Dann gehen wir McCreedly Diddly. Geh ich rüber. Wow! Ja. Ja. Bye bye. Bye bye. Das, weil er mich runtergehauen hat, noch als ich aus dem Schiff kam. Wow. Das ist der Doomfist gewesen. Was ein Trash-Talker. Der hat bestimmt so einen kleinen. Ich weiß ja nicht, Leute, die in den Videospielen so rum Trash-Talken, müssen einen sehr großen Komplex haben. Also im Voice-Chat, im Team, wenn wir Ranked spielen, mache ich das ja auch oft. Ja, aber da kann man Ironie noch raushören. Aber in Textform ist das so, ugh. In Textform klingt das einfach immer assi. Immer überheblich. Ja, genau. Aber wir gewinnen ja noch. Dumpf ist es links. Das Schlimme ist, als DPS werden wir ja wahrscheinlich nicht recommended. Nö, das sowieso nicht. Ich hab 1 HP. Ja, ich bin auch down. Komm, die Orisa ist... Danke. 2 Schilder. Komm, Roadhog ist auch low.
Ach, fucking Junkrat! Unsere Tanks engagen nicht. Die sterben lieber. Was soll das? Was passiert da? Der Doomfist war in meiner Falle drin. Und dann hat den irgendjemand. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte. Ich konnte den nicht killen. Achso, du bist schon. Ah, die haben Baptist. Achso, ja, ne? Bei der nee. Baptist, da flog so ein Ding. Das habe ich aber auch gesehen, dass da so ein Ding flog. Hinter euch. Und wieder, Junkrat darf mega lange überleben. Oh, jetzt, komm! Endlich. Was ist los, Lou? Wow. Was ist? Was möchtest du? Musst du Pipi? Gut, das ist eine Info, die wir alle brauchten. Na dann, sagt Loro. Ist schön. Das ist die Info, die der Welt gefehlt hat. Lou muss aufs Klo. Also. Auf der anderen Seite, ich hab dir auch Bescheid gesagt. Stimmt. Aber wir sollen aufnehmen, ne? Und ich hab's auch noch schön verpackt. Königsschieger. Oh, ich sterbe an der Moira. Ich sterbe an dem Moira-Ding. 28 AP. Need healing. Da ist noch ein Moira-Ding. Wir verrecken da. Und Lucio macht Speed-Boost. Das ist wie in diesen Videos. Und Lucio macht Speedboost. Ja, ohne Mist. Wie unglaublich. So, wie er es nicht glauben konnte, so. Oh, fick dich. Ah! Goddammit. Oh, du bist mega low. Das ist so ein Speedboost, Lucio, ja? Da macht wieder Speedboost. Ja, da will er die Leute jetzt erholen. Ist ja auch gut. Ich hab eine Ult, ich würde sie gerne noch machen. Ja, dann mach mal. Oh, Doomfist ist hinter uns. Hinter euch. Geht noch ein Punkt. Doomfist kommt von hinten, Doomfist ist hinter dir. Nix da. Oh fuck. Wenigstens ein Kill. Wer spielt mit 500 Tapping? Das weiß ich. Bestimmt einer in unserem Team. Meteor Strike. Komm zu mir. Ja. Werden reported. Ah, wieso werden wir reported? Weil wir DPS waren. Ja. Grundsätzlich, ne? Da war ich gar nicht so schlecht. Ich hab vielleicht sogar Play of the Game, ich weiß es nicht. Der Jungle Main, das war unsere Saya. Achso. Ja, war unsere Saya. War das ja gar nicht der Trash Talk aus dem Gegnerteam. Mein Gott, sind die alle nett. Oh mein Gott. Ah. Wenn ich den jetzt reporte, dann steht in den Kommentaren, Guru, warum reportest du alle Weil so schnell? Arschloch. Bei mir hat auch einer geschrieben, auch warum reportest du die Leute? Es ist Quickplay. Ja, aber ein Quickplay ist keine Freifahrtschein zum Arschloch sein. So als ob ich nur Leute... Und ich werde mich, irgendwann werde ich mich einloggen und da wird stehen, danke, dass du Blizzard verbesserst. Und dann werde ich mich freuen. Jedes Mal, wenn ich, also nach den Folgen, meistens nach den Folgen, wenn ich mich dann nochmal einlogge, freitags oder montags, steht da immer danke für deine Meldung. Das kommt ja nicht von ungefähr. Habe ich auch oft gehabt. Also. Leute, was mache ich denn jetzt? Er spielt Soldier 76. Dann spiele ich jetzt mal Soldier 75. Arsch.
Asche. Asche, ne? Du kannst 120 Euro Strafe zahlen, wenn du in Singapur die Toilette nicht nach dir spülst. Wie viel? 120. Ja. Finde ich aber okay, weil ich finde das auch in richtig. London ist es illegal, seine Frau nach 21 Uhr zu schlagen. Das Gesetz ist aus dem 16. Jahrhundert und anscheinend immer noch aktiv. Na. Ja. Gut, dass man das nur um 20 Uhr macht dann. Ab 21 Uhr ist Nachtruhe. Japan hat eine Bahnlinie in Betrieb gehalten, damit ein einziges kleines Mädchen zur Schule fahren kann. Die Bahn kommt nur zweimal am Tag, wenn das kleine Mädchen zur Schule fährt und wenn sie von der Schule zurückkommt. Krass. Krass, aber cool. Hast du auch mitbekommen? Habe ich dir das schon? Nee, die habe ich das noch nicht erzählt, ne? In Japan haben die ja immer Probleme, also die haben ja noch mehr Probleme mit Leuten, die vor Zügen fallen als hier. Mhm. Deswegen sind da auch in den U-Bahnen über diese Schutzwände, dass du da eigentlich gar nicht auf die Gleise kannst und so. Sind hier in Dänemark und, auch. Die hatten aber das Problem, dass immer noch sehr viele Leute auf die Gleise gefallen sind. Und zwar, weil dass man Betrunkene, die sind von der Bank aufgestanden, nach vorne getorkelt und runtergefallen. Das war ja nicht mal Absicht von denen. Dann. So, weißt du? Und weißt du, wie sie das gelöst haben? Die haben die Bänke umgedreht. So dass die nach innen sind, die in die Mitte des Bahnsteigs zeigen. So dass die nicht nach vorne aufstehen Richtung Gleis und stolpern, sondern dass, wenn sie stolpern, erstmal in die andere Richtung fallen. Ist doch smart. Das ist ja mega nice. Das ist endnice. Die Japaner, ja. Die hätten Notre Dame auch jetzt schon aufgebaut. Oh. War ein guter Shatter leider. Oh, das war ein gut. Oh, okay, ich gehe. Ah, es war ein guter Ulti. Ja, es war eine zu viel. Die Sigma-Ult hätten sie sparen können. Noch kein Teamkill. Nee, ich hab ja überlebt. War doch der McCree. Ich treffe aber auch nichts mit Dings hier. Mit Ash. Arsch. Trefferquote von 26%. Das ist nicht viel. Schieß eine Ult eine Mercy an und sie kommt sofort zu dir geflogen. Battle Mercy ist sofort da. Was? Was? Ist so. The Beef! Lecker Fleisch. Oh fuck, Hanzo. Wo kommst du denn her? Okay, ich hab meine Ult. Wir haben halt auch Hammond. Wer warst du? Ach, du warst und Roadhog. An dem Punkt ist halt doof, ne? Man ja. Hat immer noch ein paar Tricks auf Lager. Halt doof, ne? Und die haben Baptist. Oh! Oh, jetzt. Oh, ich wurde geboostet! Jetzt. Oh, fuck. McCree und Mercy sind noch da. Sterb jetzt. Ja. Das ist eh high nun. Aber wird niemanden getroffen. Ey, Tanks, könnt ihr mal ein Schild nehmen? Jeder Tod bedeutet Ehre. Ehre bedeutet. Schaut auf. Okay, wir haben noch Risa. Das ist schon mal. Das ist schon mal ein Upgrade. Wo ist er? Okay, McQueen haben wir. Die haben halt auch zwei Schilde, ne? Macht Bob nicht irgendwas? Nee, Bob steht um Punkt. Warum nimmt er den nicht ein? Der doofe Bob. Ah, oh, was? Der Bob stand wahrscheinlich außerhalb des Punkts. Hat er die. Hast du falsch hingestellt? Ich habe ihn eigentlich auf den Punkt gezeigt. Ja, aber der läuft ja. Ich muss ja, Underground. Dann ist ja auch ein Schildtank nehmen. Ein Tank, den wir gebrauchen können. Oh, nice. Wieder McCree down. Ja. Siehst du das? Die haben zwei Schilde. Hm. Könnte helfen.
bin einfach stehen geblieben beim Hanzo. Okay, ist nur noch Sigma und McCree. Komm, wir können was machen. Also ich habe alles gegeben. Ja, es ist nur McCree. Und Sigma. Ja, dann doch noch Sigma. Oh, nice. Punkt wird eingenommen. Nice, nice, nice. Oh, wehe. Top DPS wird. Ja, ja. Mercy ist so low. Punkt ist eingenommen. Easy. Und die müssen rennen. Oh, da hat der Sigma das Schild noch gepullt, ey. Mach das Schild kaputt. Die Leute Sigma-Schilde immer stehen lassen. Ich verstehe jetzt auch nicht, warum der Lucio da jetzt gekämpft hat. Jetzt ist hier richtig Achterbahn. Richtig Achterbahn. Wir haben zwei Schilde. Wenn eins kaputt ist, kommt ein neues. Wie kommt das? Und drei Schilde sogar mit Brigitte. Echt gut. Oh, ich war am Rand. Oh, nice, Lucio. Sigma so. Nice. Oh, die Mercy. Nice. Ach, du bist Bestchen. Ja, aber gesagt, jetzt ist die Achterbahn. Daher die Intention des Tötens. Mein Gott. Lass doch nicht auf mir sitzen, dass die DPS hier scheiße sein sollen. Ja, weißt du, ich hab alles gegeben. Oh, Goldkills. Alles cool. Mach Schild down. Na, dann kann er nichts. Ja. Rechts ist eine Widow, glaube ich. Nee, doch nicht. Ich hab mich verguckt. Die haben keine. Die haben Hanzo. Ja, da bewegte sich was wie so eine Widow. Deswegen dachte ich. Oh! Nice. Hast du die Gitte gesehen, wie sie einen Abflug gemacht hat? Jetzt brauche ich richtig viel Healing. Oh, Mercy! Ja, da ist sie weggegangen. Da war ja wohl nichts mehr McCree. Hey, Sigma. Hey, Lucio, markiert. Hanzo ist links. Ich stehe wieder ganz oben auf der Payload und der Shatter trifft mich natürlich, ne? Weil, wie wir wissen, wenn die Erde bebt, dann bebt die ganze Payload mit. Komm! Kannst du den Hanzo machen? Der Hammond sollte auch mal mithelfen. Ich schon wieder. Oh, ich hänge immer am Rand! Sind die auch am besten jetzt? Nee, du bist das, okay. Ja, das bin ich. Geh an die Payload. Oh, shit, die geht doch nicht. Nee. Nice. Nice. Hanzo ist mega low. Lucio ist low. Hammett auch. Seh nix. Hammett low. Nice. Ja, easy. DPS sind shit. Hab ich nochmal gerettet hier. Die Payload, ey. Mercy war gut. Wobei hat der geschrieben hier. Underground war das. Underground. Nee, ne? Nee, das war er nicht. Blame DPS. Er hat das Face gemacht, weil ein DPS Player of the Game hatte. Ja. Ja, blame die DPS. Wofür denn blame, Alter? Ich würde es am liebsten so gern fuck you schreiben, aber ich lasse es. Das war unsere Mercy, die hat sich nicht beschwert. Blame DPS hat sie geschrieben. Das kann man jetzt doppelt. Das ist jetzt schwer. Das ist jetzt schwer zu beurteilen.
Ich gebe hier als Entschuldigung ein Spiel. Und dem Cartman auch und dem Lucio auch. Und das war's mit der Folge. Wir sehen uns. Even! Nein, oh Gott sei Dank, wir sind DPS, dauert eh lange. Bis zum nächsten Mal. Der hat das gut gemeint für uns. I just hate when people... Okay. Ich hab ihn gewotet. Ich nehme das ab. Ich auch. Alles gut, Leute. Alles gut. Ich dachte auch. Bis zum nächsten Mal. Oh, Lootbox noch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.